Dann sage ich nochmal herzlich willkommen zu unserem Webinar Ein internationaler Rahmen für eine giftfreie Zukunft, Zeitcamp für Einsteiger. Durch das Webinar begleiten Sie einmal Susan Haffmanns, das bin ich, vom Pestizidaktionsnetzwerk, Alexandra Katerbo von Health Support, Johanna Hausmann von WEZF und einige haben Sie schon gehört, die Frau Smolka, Susanne Smolka von Pan-Germany, die auch die Fragen annimmt, die Sie im Laufe der Veranstaltung haben und dann auch unsere Diskussion moderieren wird. So, dann gucken wir mal, was erwartet Sie denn heute? Erstmal ein Beitrag von Alexandra Katerbo. Was ist überhaupt Zicam und warum sollte uns das interessieren? Dann widmen wir uns spezifischen Fokusthemen unter Zicam, nämlich einmal den umweltschädlichen Arzneimitteln als ein Thema und den hochgefährlichen Pestiziden, ein zweites Fokusthema unter Zicam. Hier werde ich Ihnen ein paar Informationen geben. Und als dritten Part wird Frau Johanna Hausmann Ihnen den Beitrag liefern, Hormongifte. Das ist auch ein wichtiges Thema unter SICEM und warum Frauen und Kinder besonders gefährdet sind. Ja, dann würde ich jetzt sagen, Frau Smolka übergibt jetzt an Frau Katerbo. Offensichtlich ist Frau Katerbo stumm geschaltet. Ja, hallo zusammen. Ja, alter Fehler. Passiert immer wieder mal. Ja, vielen Dank für den Hinweis und hallo alle zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich bei dem Webinar teilnehmen darf und Ihnen allen einen kurzen Überblick geben darf, was Zicam überhaupt ist und warum das für uns überhaupt interessant ist. Ich nehme an, Sie hören mich jetzt und ich hoffe, Sie sehen auch meine Slides. Ja, wofür steht Zicam? Man sieht es hier auf dem ersten Bild. Das steht für Strategic Approach to International Chemicals Management. Zicam wurde gegründet, um einen umfänglichen Rahmen zu haben auf internationaler politischer Ebene, im Rahmen der UNO, um das Thema Chemikalien und Abfall umfänglich zu behandeln. Die Details gebe ich gleich. Jetzt würde ich Ihnen erstmal kurz sagen, warum das jetzt ein Thema ist, wo es doch Zicam jetzt schon so lange gibt. Das Spannende im Moment ist, dass das Zicam-Mandat nächstes Jahr endet. Also man hatte sich bei der Gründung von Zicam verabredet, dass man alle Probleme im Zusammenhang mit Chemikalien und Abfall bis 2020 gelöst hat. Ich kann Sie jetzt nicht lachen hören, aber ich nehme an, wir sind uns alle einig, dass das nicht erreicht werden wird. Das heißt, wir brauchen einen Nachfolger. Und da gibt es jetzt für uns in Deutschland zwei ganz besonders interessante Details, nämlich einmal hat Deutschland die SICEM-Präsidentschaft bis 2020, also ist sozusagen unter anderem dafür verantwortlich, der ganzen Nachfolgedebatte einen Rahmen zu geben und das zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Und nachdem Deutschland die SICEM-Präsidentschaft hat, in der Person Gertrud Zahler aus dem Umweltministerium findet auch die nächste große SICEM-Konferenz, die heißt International Conference on Chemicals Management. Wir nennen die auch ICCM. Und da es die dritte ist, nennen wir sie ICCM 3. Die findet nächstes Jahr vom 5. bis 9. Oktober in Bonn statt.
Und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, da soll ein großes Rahmenprogramm stattfinden. Da sollen viele NGOs, Delegierte, Vertreter von allen Stakeholdern nach Bonn reisen und Chemikalien tatsächlich mal in die Öffentlichkeit rücken und hoffentlich ein gutes neues SciChem verabschieden. Das ist der Grund, warum sich jetzt viele auch in Deutschland mit diesem Thema beschäftigen. Aber nun zurück zur Frage, was ist überhaupt SciChem? SciChem ist ein non-legally binding Multi-Stakeholder-Prozess. Ich habe versucht, es zu übersetzen, aber ich habe es dann aufgegeben. Also das heißt, innerhalb dieses Rahmens, der von der von UNEP und WHO gemeinsam getragen wird, treffen sich Stakeholder aus verschiedenen Bereichen, also politische Entscheidungsträger, dann NGOs, Gewerkschaften, Industrievertreter, aber auch von UN-Organisationen. Die treffen sich und haben dort einen relativ gleichberechtigten Zugang zu den Verhandlungen und zu den Arbeitsgruppen. Daher Multi-Stakeholder-Prozess. Und das Ganze ist aber rechtlich nicht bindend. Im Gegensatz zu den Chemikalienkonventionen, Stockholm-Konvention, Rotterdam, Minamata und Basel-Konvention. Das Ganze war gedacht einmal als Forum, um neue Themen auf die internationale Agenda zu bringen, im Rahmen von sogenannten Emerging Policy Issues. Dazu sage ich gleich noch mehr. Dann hat SciChem Arbeitsprogramme zu verschiedenen Themen entwickelt und am Anfang stand der Global Plan of Action. Das ist so eine Art Menü, wo im Prinzip mehr oder weniger alle Probleme aufgelistet sind mit Milestones und Akteuren, die sich darum kümmern sollen. Man kann sich das vorstellen, wie eine umfängliche Speisekarte, wo sich jedes Land raussuchen kann, worum es sich kümmern möchte. Und das Ziel, das dahinter steht, ist sozusagen der umfängliche Schutz vor gefährlichen Chemikalien für Gesundheit und Umwelt. Gleichzeitig soll man natürlich nicht nur was tun, sondern auch darüber berichten. Das heißt, alle Stakeholder sollen Fortschrittsberichte erstellen. So, soweit erstmal der theoretische Rahmen. Die Emerging Policy Issues, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben, sieht man hier links. Ich lese die jetzt nicht alle vor. Rausgreifen würde ich jetzt vielleicht mal zum Beispiel Chemicals and Products, also Chemikalien in Produkten. Dazu gibt es eine Arbeitsgruppe. Deren Steering Committee zusammengesetzt ist von allen Stakeholder-Vertretern. Und da wurde zum Beispiel ein Plan entwickelt oder Guidelines entwickelt, wie über Chemikalien in Produkten kommuniziert werden soll entlang der gesamten Lieferkette. Es wurden sich vier Beispielbranchen rausgegriffen, wo man auch Übersichtsberichte erstellt hat. Das waren Elektronik, Baumaterialien, Spielzeug und das vierte habe ich jetzt gerade nicht präsent. Das fällt mir sicher später gleich ein. Auf der rechten Seite können Sie sehen Beispiele aus dem Global Plan of Action. Da gibt es zum Beispiel Überschriften wie Human Health Protection, Kinder- und Chemikaliensicherheit, dann Arbeitsschutz, aber auch Abfallmanagement oder die Betrachtung im Lebenszyklus. Hier habe ich einfach mal eine Seite von diesem Global Plan of Action rauskopiert, damit man ungefähr eine Vorstellung kriegt, wie das aussieht. Also in diesem Fall geht es um zum Beispiel Human Health Protection und da werden dann verschiedene Aktivitäten, die gehen auf der nächsten Seite noch weiter, aufgelistet, wer sich darum kümmern soll, bis wann
welche Indikatoren es gibt und was man sonst beachten muss bei der Implementierung. Eigentlich, das ist zumindest meine persönliche Meinung, fand ich das immer eine sehr umfangreiche, gute Auflistung von den Problemen, die wir haben. Ob das jetzt aber auch so implementiert und umgesetzt wurde, steht auf einem anderen Blatt, aber da komme ich noch dazu. Ja, hier sind wir schon. Wurde denn dieser ganze Global Plan of Action überhaupt erreicht? Haben wir das implementiert? Und die Antwort ist nein. Es wurde viel zu wenig erreicht. Das liegt an verschiedenen Gründen. Aber wir haben zum Beispiel nur ein, kann man sagen, erfolgreiches Emerging Issue, und das ist Lead in Paint, also Blei in Farben, wo weltweit Modellregulierungen versucht werden umzusetzen und zu implementieren, wo man versucht, Farbenhersteller, die immer noch Blei benutzen in ihren Farben, umzustimmen, wo man Partnerschaften gegründet hat und auch einen globalen Standard. Allgemein gilt dieses Emerging Issue als das erfolgreichste. Und warum? Aus meiner Sicht war es deswegen sehr erfolgreich, weil man A, ein klares Ziel hatte, B, genügend Finanzierung für Aktivitäten. Im Gegensatz dazu kann man zum Beispiel sagen, das Emerging Issue Chemicals and Products war bisher, was die Implementierung angeht, noch nicht sehr erfolgreich. Zum Beispiel hat noch kein Unternehmen die gemeinsamen Guidelines offiziell unterstützt. Also man sieht schon, und da muss man jetzt nicht besonders weit denken, wenn wir an die Schlagzeilen der letzten Tage denken, zum Beispiel viel zu viele Phthalate in Kinderkörpern, erkennt man schon, es hat kaum eine Verringerung von Expositionen gegenüber schädlichen Chemikalien stattgefunden, weltweit in den letzten Jahren. Gleichzeitig werden aber immer mehr Schadstoffe produziert, wie man aus dem Global Chemicals Outlook von UNEP entnehmen kann. Ein Emerging Issue, das ich hier noch auf der Folie habe, aber noch nicht angesprochen habe, weil dazu, wenn Sie später noch viel mehr hören, sind die Highly Hazardous Pesticides. Die sind leider immer noch auf dem Markt und da hat sich auch sehr, sehr wenig getan in den letzten Jahren. Ja, nun könnte man sagen, so wenig wurde erreicht. Warum das Ganze? Wozu brauchen wir das? Wozu sollen wir uns da engagieren? Man muss sich vorstellen, SciChem ist das einzige internationale Forum, wo wir Themen auf internationaler Ebene behandeln können. Es gibt kein anderes. Die Konventionen haben nur eine sehr beschränkte Reichweite. Zum Beispiel kümmern sich die Stockholm-Konvention nur um POPs. Die Rotterdam-Konvention kümmert sich nur um Import-Export-Notifikation von wenigen Stoffen. Und die Minamata-Konvention zum Beispiel umfasst lediglich Quecksilber. Wir brauchen also ein Forum, wo wir über all diese vielen anderen Themen reden können, die im Argen liegen. Und wo man quasi gemeinsame Projekte und Initiativen starten kann. Daher ist SciChem sehr wichtig. In vielen Entwicklungsländern ist SciChem die einzige Möglichkeit, Themen überhaupt auf die Agenda zu bringen. Für uns in Europa ist es etwas leichter, aber in manchen Ländern gibt es keinen anderen Anknüpfungspunkt als ein SciChem. SciChem wird, das habe ich auf keiner Folie bisher verzeichnet, das ist aber, passt hier gut rein, ist auch eine Beobachtung der letzten Jahre, dass die EU, aber auch gern die USA, Kanada, andere industrialisierte Staaten immer gerne darauf verweisen, dass SciChem ein Instrument ist, um Entwicklungsländer zu helfen, ein besseres Chemikalienmanagement zu erreichen. Ja, das ist wichtig und das ist auch so, aber es geht weit darüber hinaus. Auch für uns als NGOs in der EU oder in Kanada oder in den USA ist es eine Möglichkeit, Themen, die uns hier bewegen, auch anzusprechen. Also
zum Beispiel hormonverändernde Stoffe, Hormongifte, zu denen Sie später auch noch mal mehr hören von der Johanna Hausmann, sind bei uns genauso ein großes Thema wie in Indien zum Beispiel. Also da gibt es keinen Unterschied in den Sorgen der Leute, was diese Themen angeht. Von daher ist mir immer wichtig zu sagen, dass HiCAM nicht nur ein Instrument für Entwicklungsländer ist, sondern wir genauso gut dieses Instrument nutzen können und davon profitieren können, wenn es funktioniert. Ja, der Zeitplan, wir befinden uns ja jetzt schon in der zweiten Hälfte von 2019. Wir haben einen sogenannten Intersessional Process, der dient dazu, das zukünftige HiCAM zu entwickeln. Und wir werden in 2 Wochen uns in Bangkok befinden beim 3. Intersessional Meeting. Und da weiter verhandeln, wie ein zukünftiges HiCAM aussehen wird. Anschließend gibt es noch ein 4. Intersessional Meeting in 2020. Das ist hier jetzt nicht auf der Folie. Das wurde nachträglich noch eingeschoben. Es wird in Rumänien stattfinden im März. Und dann der letzte Meilenstein wird sein im Oktober 2020 in Bonn die große Konferenz. So, das war also jetzt das HiCAM so, wie es im Moment ist. Aber wie kann ein zukünftiges HiCAM aussehen? Es gibt übrigens noch keinen einheitlichen Namen. Manche sagen HiCAM 2.0, manche sagen was ganz anderes. Ich habe mich jetzt hier für HiCAM 2.0 entschieden. Wie stellen wir uns das vor? Wie stellen wir uns als NGOs ein zukünftiges HiCAM vor? Wir sehen einmal, und das hier ist ein Überblick von IPEN, vom größten internationalen Netzwerk von NGOs, die zu Chemikalien arbeiten. Ja, wir stellen uns vor, dass es sozusagen ein Regenschirm, ein Dach gibt, das sogenannte Enabling Framework, das bestimmte Funktionen beinhaltet, um ein zukünftiges HiCAM erfolgreicher zu machen und verschiedene einzelne Aktivitäten zusammenzubinden. Und unter diesem Schirm befinden sich einmal auf der rechten Seite Dinge, die es schon gibt, zum Beispiel die Konventionen, die SDGs, dann Dinge, die wir mehr fordern, wie nationale Aktionspläne. Wir fordern auch oder wir hätten, würden uns wünschen, dass dieses Rahmenwerk des zukünftigen HiCAMs auch bei der UN General Assembly adoptiert werden würde, angenommen werden würde. Auf der linken Seite sieht man, was erwarten wir uns von einem zukünftigen HiCAM. Einerseits auf jeden Fall ausreichende Finanzierung, weil wir gesehen haben, ohne ausreichende Finanzierung kommen wir keinen Millimeter voran. Und der Chemikalienbereich international hat wirklich nur einen minimalen Bruchteil, also unter 10%, ich glaube, es waren irgendwas zwischen 3 und 8% der JEF-Finanzierung. Was den Gesamttopf angeht. Wir wünschen uns eine Vision, die kein Ende hat, also die nicht wieder zeitlich befristet ist, sodass man in 10 Jahren wieder ein neues HiCAM aushandeln muss. Wir möchten, dass der gesamte Lebenszyklus betrachtet wird und dass dass auf jeden Fall das Polluter Pays Prinzip angewendet wird, vor allem auch um eine ausreichende Finanzierung zu erreichen. Genau, das habe ich hier jetzt nochmal zusammengefasst. Wichtig ist eben, dass wir, wie schon gesagt, einen Finanzierungsmechanismus haben, dass die Ergebnisse messbar sein sollten und dass alle Teilnehmer, alle Stakeholder gleichberechtigt partizipieren können. So. Ja, und jetzt können wir noch mal ein bisschen ins Detail gehen, aber ich mache es schnell.
Aus unserer Sicht muss das Vorsorgeprinzip und die Eliminierung von gefährlichen Chemikalien Vorrang haben. Also wir wollen nicht eine Paralysis by Analysis erreichen. Also wir möchten nicht noch den 300. Report und die 500. Analyse, sondern es muss implementiert werden und das schnell von Dingen, die wir schon lange wissen. Viele Themen in diesem Bereich, im Chemiebereich, sind einfach schon lange bekannt, mehr oder weniger ausgeforscht, also Blei in Farben, da braucht man nicht mehr drüber diskutieren. Über Asbest braucht man eigentlich auch nicht mehr diskutieren. Es gibt genug Themen, die immer noch wahnsinnig viel Schaden anrichten, wo man sofort loslegen kann. Es gibt natürlich auch Themen, wo man mehr Forschung braucht, aber da sind wir auch der Meinung, im Sinne des Vorsorgeprinzips muss gehandelt werden und geforscht werden. Es muss eine klare Hierarchie geben. Die Prävention und die Eliminierung muss vor der Minimierung stehen. Das heißt, am besten kommen gefährliche Chemikalien gar nicht erst auf den Markt, damit man sie später nicht langwierig, schmerzhaft und teuer wieder vom Markt nehmen muss. So. Dann möchten wir gerne, dass das Thema SciChem auch weiterhin den Abfall mit einschließt, so wie es bisher auch war. Es gibt da Debatten unter verschiedenen Ländern. Die einen wollen den Abfall ganz weglassen, die anderen wollen nur noch gefährlichen Abfall behandeln. Wir denken, es sollte einfach sich nicht ändern zu dem, wie es war, weil das war sehr praktikabel und die Thema Chemikalien und Abfall gehören einfach unbedingt zusammen. Ich habe schon ein paar Mal angesprochen, die Finanzierung ist extrem wichtig. Wir werden nicht vorankommen ohne Geld. Und hierzu sind wir der Meinung, dass das Verursacherprinzip angewendet werden soll. Wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass es einen internationalen Topf gibt, wo Chemieindustrie auch einzahlen muss. Ich weiß aus Gesprächen und aus einem Vortrag von Marco Menzing, er sagt, wir stellen euch keinen Blankoscheck aus, liebe Staatengemeinschaft. Wir möchten gerne mitbestimmen, was mit dem Geld passieren wird. Und wir können das doch alles prima im Responsible Care Programm abwickeln. Dazu möchte ich sagen, so wurde das bisher gehandhabt und es hat einfach nicht funktioniert. Die Aktivitäten sind zu wenig, zu halbherzig und einige Aktivitäten würde ich als Greenwashing bezeichnen. Aber da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Von daher, wie gesagt, das Verursacherprinzip sollte angewendet werden, Polluter Pays. Warum soll die Staatengemeinschaft, die Steuerzahler, die Umwelt, die Betroffenen dafür bezahlen, wenn Firmen Chemikalien in den Umlauf bringen, von denen man schon annehmen kann, dass sie einfach schädlich sind? So, ja, wie soll das Ganze eigentlich alles funktionieren? Wir stellen uns zum Beispiel vor, dass es verpflichtende nationale Aktionspläne gibt. Jedes Land sollte einen eigenen Aktionsplan entwickeln, zusammen mit allen Stakeholdern und diesen Aktionsplan halt auch abarbeiten. Das Ganze muss begleitet sein von der Berichterstattung und sowohl die Entwicklung der Aktionspläne als auch die Berichterstattung sollte aus unserer Sicht nicht nur verpflichtend sein, sondern auch finanziell gefördert sein für Entwicklungs- und Schwellenländer. Eine verpflichtende Evaluation von einem zukünftigen SciChem ist enorm wichtig, dass man schnell nachsteuern kann, dass man schnell sieht, welche Aktivitäten sind eine Sackgasse, wo bewegt sich gar nichts und was sollten wir verbessern? Ja, und jetzt kommen wir zum Schluss noch zum Thema Partnerschaften. Auch hier haben wir ein aktuelles Beispiel. Es gibt jetzt eine Partnerschaft zwischen dem World Economic Council, World Economic Forum
und den Vereinten Nationen, die wir als NGOs sehr kritisch sehen. Generell unterliegen viele Partnerschaften im Rahmen der UN, im Rahmen von UNEP, aber auch im Rahmen von SICAM keinen Richtlinien. Also es werden vielleicht Ziele definiert, aber fixe Richtlinien gibt es nicht. Wir brauchen aber solche Richtlinien, damit alle Partnerschaften transparent und inklusiv sind, dass man sich auf gemeinsame Ziele verständigt und bis wann man diese Ziele auch erreichen will. Sonst haben wir gesehen, gibt es Analysen, die auch zeigen, dass solche Partnerschaften leider nicht viel bringen oder Ergebnisse bringen, die vorher gar nicht als Ziel definiert wurden. Also solche Richtlinien für Partnerschaften halten wir für essentiell, um erfolgreiche Eliminierung von gefährlichen Chemikalien zu erreichen. Ja, das war es jetzt schon von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich beantworte gerne Fragen. Und ich hoffe, das war jetzt ein kleiner Überblick. Es gibt natürlich zu jedem Thema noch so viel mehr zu sagen. Aber ich beschränke mich jetzt erstmal auf das und schaue, was von Ihnen an Fragen dann noch kommt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Alex. Das war ein toller Rundumschlag innerhalb von 20 Minuten rund. Das ist ja ein sehr komplexes Thema, aber was ich jetzt mitnehme ist, man kann wirklich auf jeder Ebene, auch auf nationaler Ebene bis global, bis in die Verhandlungen aktiv werden. Zwischenzeitlich sind keine Fragen, schriftlichen Fragen bei mir eingegangen. Gibt es denn Handmeldungen? Also möchte jemand eine Verständnisfrage stellen, dann kann derjenige bitte auf die Hand drücken bei sich und ich sehe das angezeigt. Ja, ich habe eine Meldung. So, bitte, ja. Sie können reden. Hallo, ich bin Johanna Jacobi und ich arbeite in Südamerika, mache Forschung zu Pestiziden. Und ich wollte fragen, ob es denn irgendeine Chance gibt, mal legal verbindliche Richtlinien einzuführen, weil hier sind ja sogar die Stockholm- und Rotterdam-Konventionen werden hier auch eher von den Regierungen als Richtlinien nur verstanden und es wird immer so getan, ja, wir machen das, soweit es uns halt passt. Und wenn jetzt SICAM wieder nur nicht verbindlich ist, dann besteht die Gefahr, dass es zumindest hier total ignoriert wird von den Regierungen. Wie sehen Sie das? Also, können Sie mich hören? Schon, oder? Ja. Ja, vielen Dank für die Frage. Die Frage spricht eine Debatte an, die wir auch innerhalb der NGOs sehr, sehr stark diskutieren. Auf der einen Seite ist natürlich die Implementierung vor Ort immer essentiell und das wirft natürlich immer die Frage auf, was machen die Länder und wenn sie noch nicht mal rechtlich bindende Konventionen implementieren, dann kann man sich natürlich fragen, was bedeutet das für einen freiwilligen Prozess? Ja. Natürlich wäre es uns, und ich spreche jetzt mal nur von mir, natürlich wäre es mir lieber, wenn wir alle diese Themen rechtlich bindend, verpflichtend geregelt hätten auf internationaler Ebene. Da hätten wir 100% von dem, was wir gerne möchten. Ich vermute aber, dass es zum momentanen Zeitpunkt bei einigen Themen sehr unrealistisch ist, dass sich die internationale Staatengemeinschaft auf neue Konventionen einigt. Was natürlich nicht heißt, dass wir es nicht versuchen sollen. Für mich findet diese Konventionsdebatte, zu welchen Themen sollte man noch Konventionen anstoßen, parallel statt zu SICAM. Ich bin froh, dass wir ein Forum haben, wo man jedes Thema diskutieren kann und ansprechen kann. Ich kann mich erinnern, als wir die Minamata-Konvention verhandelt haben, es hat Jahre gedauert. Und eigentlich sollte das eine Konvention ursprünglich werden zu allen Schwermetallen. Und am Schluss ist nur noch Quecksilber übrig geblieben. Und dafür wurden wirklich viele Jahre gebraucht. Also
Ich bin da auch, ich habe da auch zwei Herzen in meiner Brust. Einmal den Pragmatiker, der sagt, wir können froh sein, ein Forum zu haben, wo wir echt alles, alles, auch als NGOs, als Thema einbringen können. Und wo dann auch alles diskutiert werden muss. Gleichzeitig bin ich auch Optimistin oder Idealistin als NGOlerin, die natürlich möglichst viel rechtlich bindend haben will. Und ja, und da müssen wir jetzt versuchen, einen guten Weg zu finden. Genau, ja, dazu. Ja, vielen Dank, ich verstehe das. Ja. Ja, vielen Dank, Frau Jacobi, für die Frage. Ich stelle sie wieder stumm. Jetzt habe ich noch eine zweite Handhebung von Frau Bickel. Ich habe allerdings kein Mikrofon. Also entweder ist das Mikrofon nicht angestellt. Ansonsten würde ich Sie gerne bitten, Ihre Frage zu schreiben über die Fragenseite, weil ich kann sie jetzt nicht freischalten. Weil das Mikrofon, Ihr Mikrofon ist offensichtlich nicht an. Gut, da müssen wir jetzt warten. Vielleicht kommt da noch was Schriftliches. Ja, dann gehen wir weiter zur zweiten Präsentation. Ich glaube, jetzt kommt meine Kollegin Frau Susan Haffmanns. Und ich übergebe mal dann den Bildschirm an Frau Haffmanns. Bitte schön. Ja, ein Moment, ja. Übertragung starten. Okay, gut. Bin ich zu verstehen? Ja, aber ich sehe nicht die PowerPoint-Präsentation. Jetzt. Na gut, mal gucken, ob das jetzt klappt. Ja. Susanne, Sie sieht schon besser aus, ja? Ja, ist es sichtbar? Okay, ja, dann freue ich mich. Ich werde jetzt zwei der Fokusthemen unter SciChem etwas vertiefen gemeinsam mit Ihnen, und zwar die Themen umweltschädliche Arzneimittel und die Themen und das Thema hochgefährliche Pestizide. Also es ist ein zweigeteilter Beitrag jetzt von meinerseits. Ganz kurz. Uns nochmal vorzustellen, PanGermany, für die, die uns nicht kennen, das ist oder auch Pestizidaktionsnetzwerk, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir sind seit 1984 aktiv, leisten Aufklärungsarbeit, Informationsarbeit, kritische Lobbyarbeit rund um die Themen Pestizide, Biozide und Tierarzneimittel. Uns geht es dabei auch immer um die Förderung von Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz und chemischer Schädlingsbekämpfung. Das tun wir nicht allein. Innerhalb Deutschlands haben wir knapp 30 Mitgliedsgruppen und international sind wir eingebunden in das internationale Pesticide Action Network mit 600 Organisationen in mehr als 90 Ländern. Ja, das zu uns und jetzt zum Thema. Arzneimittelbelastung der Umwelt sind ein wachsendes Problem. Das möchte ich auch hier mit den Bildern kurz andeuten. Wir haben nämlich Einträge in die Umwelt sowohl aus dem Produktionsprozess von Arzneimitteln, also der Fertigung über beispielsweise ungeklärte Produktionsabwässer. Wir haben den Bereich der Anwendung in der Nutztierhaltung, in der Tiermast. Und wir haben natürlich den großen Bereich der Anwendung von Arzneimitteln im medizinischen Bereich, im humanmedizinischen Bereich. Nicht vorgesehen, aber es passiert doch, gelangen diese Arzneimittel auch eben in die Umwelt. Und hier kommt es dann zu Problemen, denn Arzneimittel sind biologisch hochaktive Substanzen. Sie sind ja extra dafür konzipiert, dass sie in Organismen eingreifen, in Prozesse eingreifen. Und das tun sie dann leider auch immer noch, wenn sie in die Umwelt gelangen. Eine besondere Problematik besteht in der Belastung der Umwelt mit Antibiotika und auch der Ausbreitung von antibiotikaresistenten Keimen über die Umwelt. Und dieses Antibiotikaresistenzthema, wie Sie sicherlich wissen, es hat auch bei der Weltgesundheitsorganisation eine sehr hohe Priorität, denn mittlerweile sind einige selbst harmlose Infektionskrankheiten schon nicht mehr mit Antibiotika
bekämpfbar, weil die keimresistent geworden sind. Und es gibt schon Studien, die das postantibiotische Zeitalter heraufbeschwören. Und hier muss also gehandelt werden. Auch vor dem Hintergrund der Prognose, Alexandra hatte das schon angesprochen, wir haben, dass wir mit mehr Chemikalien weltweit zu rechnen haben. Das betrifft auch die Arzneimittel. Wir haben nämlich eine wachsende Weltbevölkerung. Wir haben in einigen Regionen alternde Gesellschaften, das heißt mehr Arzneimittelbedarf. Wir haben einen zunehmenden Fleischkonsum und alles das trägt dazu bei, dass wir eine steigende Umweltbelastung durch Chemikalien pharmazeutischen Ursprungs haben. Ich muss nur noch mal eben. Ja, okay. Die Belastung sieht man hier grafisch schön dargestellt. Das ist eine grafische Darstellung einer Untersuchung durch das Umweltbundesamt beauftragt. Arzneimittelnachweise in Oberflächengewässern, Grundwasser und Leitungswasser. Dort, wo keine farblichen Einfärbungen sind, waren einfach die Daten nicht vorhanden. Es gibt ja keine systematische globale Erhebung. Man sieht aber dort, wo Arzneimittel eingesetzt werden, dort findet man sie auch in der Umwelt. Und hier konnte eben der Nachweis von 631 Arzneimittel und Transformationsprodukte erfolgen. Wer sich dafür näher interessiert, den möchte ich auf die Datenbank Arzneimittel in der Umwelt des Umweltbundesamtes verweisen. Wir sehen also, es braucht irgendwie eine Aktion, um der globalen Belastung mit Arzneimitteln entgegenzutreten. Und hier ist jetzt SciChem sozusagen aktiv geworden. Und SciChem hat Arzneimittel, und zwar die sogenannten umweltpersistenten Arzneimittel oder auch Environmentally Persistent Pharmaceutical Pollutants, die als EPPPs abgekürzt werden, als ein sogenanntes Emerging Policy Issue in SciChem aufgenommen. Und dazu gab es auf der letzten großen Konferenz eben auch ICCM5 auch einen Beschluss, nämlich dass Wissen und Informationen zu EPPPs auch durch kooperative Aktivitäten generiert werden sollen. Regierungen und Stakeholder sollen zur Erstellung und Weitergabe von Informationen eingeladen werden. Es sollen Entwicklungen von Arbeitsplänen erfolgen und Stakeholder wurden um Unterstützung gebeten, durch Bereitstellung von Expertise oder finanziellen oder persönlichen Ressourcen eben einen Beitrag zu leisten. Und wir können alle gespannt sein auf die Konferenz in Bonn, wo dann auch über die kooperativen Aktivitäten berichtet werden soll. Warum ist das eigentlich wichtig? Auch vor dem großen Hintergrund unserer Entwicklungsziele, die wir uns als Weltgemeinschaft gesetzt haben. Es gibt zahlreiche Schnittstellen mit den SDGs. Und das heißt, wenn wir das Problem der Umweltbelastung mit den Arzneimitteln nicht lösen, haben wir auch Probleme, einige der Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Was ist der Blick von Pan auf das Thema? Dazu muss ich einschränkend sagen, dass wir uns in den letzten fast 8 Jahren vor allen Dingen mit Tierarzneimitteln befasst haben, Tierarzneimittel in der Umwelt. Und unser Fokus war weniger international, sondern sehr viel mehr europäisch und national. Aber was zur Lösung des Problems beiträgt, das betrifft auf jeden Fall auch die internationale Ebene. Denn die ersten Schritte, das wäre nämlich, dass man vorbeugen muss. Und da greife ich auch gerne das auf, was Alexander Carterbow schon gesagt hat, nämlich erst Prävention und Eliminieren vor der Minimierung. Und das trifft es auch bei diesem Thema. Es muss endlich ein Verbot von Einsatz von Antibiotika zur Leistungssteigerung im Tierstall geben. In der EU ist es verboten, aber es gibt viele Regionen, in denen nach wie vor Antibiotika zur Maststeigerung eingesetzt werden. Was ein großes Problem ist, diese unter der medizinisch wirkvollen Dosierung dauerhaft diese Antibiotika zu geben, das erhöht sehr stark die Resistenzausbreitung. Wir sagen, es muss einen Weg weg von der industriellen Tierhaltung hin zu artgerechten Haltungs- und Zuchtformen geben. Denn wenn die Tiere artgerecht gehalten werden, sind sie auch gesünder und gesündere Tiere brauchen weniger Arzneimittel.
Und auch die Zuchtformen, wer Hochleistungstiere eben züchtet, die sind von vornherein krankheitsanfälliger. Wer schon die Jungtiere zu früh mit den falschen Futtermitteln füttert, der fördert entzündliche Prozesse im Körper der Tiere und so weiter und so weiter. Das heißt, hier gibt es sehr gute Möglichkeiten, schon vorbeugend den späteren Einsatz gar nicht erst so groß werden zu lassen, den Einsatz von Arzneimitteln. Wir sehen auch, dass es keinen Einsatz von Arzneimitteln zur Kompensation von solchen Haltungs- und Zuchtfehlern geben darf. Und ein Dreh- und Angelpunkt ist sicherlich auch der Fleischkonsum. Hier sagen wir, weniger Fleischkonsum, insbesondere in Industrieländern, trägt natürlich auch dazu bei, dass weniger Tierarzneimittel eingesetzt werden. Das war jetzt ein schneller Blick auf das Thema, auch um zu sagen, ja, hier heute können wir nur Einblicke in das Thema liefern und eine Vertiefung ist im Anschluss sicherlich möglich. Am Ende finden Sie auch noch weiterführende Literatur in meinem Beitrag. Jetzt kommen wir zu einem Thema, mit dem wir uns auch gerade auf internationaler Ebene als PAN und mit unseren PAN-Partnern und mit anderen NGOs sehr intensiv und seit Jahrzehnten auseinandergesetzt haben, mit dem Thema hochgefährliche Pestizide, die ein globales Gesundheits- und Umweltproblem darstellen. Knapp 2,5 Milliarden Menschen, die weltweit unmittelbar von der Landwirtschaft leben, kommen tagtäglich mit Pestiziden in Kontakt. Und schon 1990 schätzte die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, dass 25 Millionen Arbeitnehmer jedes Jahr mindestens einmal ungewollt Opfer von Pestizidvergiftungen wurden. Seitdem hat sich die eingesetzte Menge an Pestiziden weltweit fast verdoppelt. Und auch die Menschen, die in Kontakt kommen, sind sehr viel mehr geworden. Leider gibt es von der WHO zu diesen ungewollten Pestizidopfern keine neueren gefestigten Zahlen. Darauf später nochmal. In ihrem Report hat die UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Nahrung 2017 gesagt, gefährliche Pestizide verursachen erhebliche Kosten für Regierungen und haben katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die Gesellschaft als Ganzes. Somit ist eine Reihe von Menschenrechten betroffen und bestimmte Gruppen sind einem erhöhten Risiko von Rechtsverletzungen ausgesetzt. Da wir zu diesen bestimmten Gruppen gehören, natürlich auch insbesondere Kleinbauern, marginalisierte Kleinbauern, Frauen und Kinder. Und auf das Frauen und die besondere Betroffenheit in einem anderen Zusammenhang kommt Frau Hausmann später noch zu sprechen. Wie es gerade ganz neu gibt von der WHO, sind Zahlen, inwieweit hochgefährliche Pestizide die Suizide fördern. Ein Fünftel aller Suizide weltweit werden mit Pestiziden verübt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt und bewusst war. Und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von Pestiziden und den damit verübten Suiziden. So konnten in einigen Ländern, beispielsweise hier Sri Lanka genannt, die Pestizidraten gesenkt werden dadurch, dass es Pestizidverbote gab. In Sri Lanka waren das weniger Selbstmordopfer, nämlich zwischen 1995 und 2015 konnte die Zahl um 93.000 gesenkt werden. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass dies ohne Einbußen in den Erträgen erfolgte. Also die Pestizidverbote haben nicht auf der anderen Seite irgendwo dazu geführt, dass weniger Leute satt geworden wären. Um Suizide einzudämpfen, raten die WHO, FAO, und das ist eine ganz neue Studie aus in diesem Monat veröffentlicht, HHPs zu identifizieren, also hochgefährliche Pestizide, highly hazardous pesticides, Regulierungsmaßnahmen zu ergreifen für ein schrittweises Verbot, ein sogenanntes Phase-out der gefährlichsten Pestizide sowie Beratung und Schulung über risikoarmere Alternativen. Wir sehen also, das globale Problem ist abgesteckt. 2015 erkennt dann auch SICEM HHPs als besorgniserregend an und es wird als sogenanntes Issue of Concern aufgenommen. Und die Konferenz, die das getan hat, die ICNCM4, erkennt an, dass zusätzliche Maßnahmen in Bezug auf HHPs erforderlich sind, um die Ziele, die SICEM überhaupt zu erreichen. Und Beteiligte sollen Maßnahmen gegen hochgefährliche Pestizide ergreifen und gemeinsame Anstrengungen. Und hier ist interessant,
zur Bekämpfung von hochgefährlichen Pestiziden mit dem Schwerpunkt auf der Förderung agrarökologischer Alternativen. Das heißt, hier ist dieser Vermeidungs- und Präventionsgedanke schon auch wörtlich mit festgelegt. Und dann gucken wir uns an, erstmal, was sind denn überhaupt hochgefährliche Pestizide? Nur ganz kurz, es gibt eine Definition von der FAO, also der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation WHO. Demnach sind hochgefährliche Pestizide solche, die dafür bekannt sind, ein besonders hohes Potenzial akut und chronischer Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt mit sich zu bringen. Und solche, die eben nach anerkannten Einstufungen oder gemäß Auflistung in relevanten verbindlichen internationalen Vereinbarungen aufgeführt sind. Wir haben schon gehört von der Rotterdam-Stockholm und dann gibt es noch eine Konvention und es gibt auch noch das Montreal-Abkommen. Und darüber hinaus können Pestizide, die unter Anwendungsbedingungen in einem Land schwere oder irreversible Schäden für die Gesundheit oder die Umwelt zu verursachen scheinen, als hochgefährlich angesehen und behandelt werden. Die FAO und WHO haben diese allgemeine Definition dann mit 8 Kriterien zur Identifizierung unterlegt, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen möchte. Allerdings wurde von FAO WHO nie eine Wirkstoffliste mitgeliefert. Das heißt, es gibt nach wie vor nur die Kriterien und diese Lücke hat PAHN schon vor einigen Jahren geschlossen, indem unser Netzwerk eben diese Kriterien genommen hat und angewandt hat und jetzt gibt es schon das zigfach aktualisierte die Liste der hochgefährlichen Pestizide. Das jüngste Update ist vom März diesen Jahres. Da sind mittlerweile 310 Pestizide als hochgefährlich gelistet. Ich muss dazu sagen, dass wir nicht nur die Kriterien von FAO und WHO genommen haben, sondern diese auch an einigen Stellen präzisiert und erweitert haben. Wenn Sie auf das Schaubild gucken, dann sehen Sie, und das wurde eben auch schon angesprochen, dass eben die Konventionen thematisch beschränkt sind. Das zeigt sich hier sehr gut anhand der hochgefährlichen Pestizide, während wir davon ausgehen, dass wir rund 1000 Pestizide in der Anwendung haben und 310, also ein Drittel davon hochgefährlich sind, sind bloß 33 Pestizide durch die Stockholm-Konvention, die Rotterdam-Konvention oder das sogenannte Montreal-Protokoll verbindlich entweder strenger reguliert, beschränkt oder verboten. Und wir sehen damit, wir brauchen hier noch weiteres, um dem Problem zu begegnen. Es wurde der Global Chemical Outlook, das ist der Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, zu Chemikalien angesprochen. Sie haben bezüglich der hochgefährlichen Pestizide auch gesagt, das Bild gezeichnet, dass es eben nicht genug Training und Wissen über Pestizidrisiken gibt, dass es die fehlende Bedingungen für die Verwendung persönlicher Schutzausrüstungen gibt, dass es manchmal für fehlende Alternativen gibt, dass die meisten Pestizidbehälter nicht umweltgerecht entsorgt werden, dass es problematische Zweckentfremdung leerer Pestizidbehälter, also gerade unter Armutsbedingungen, wenn dann die Kanister benutzt werden, um Wasser zu transportieren oder Lebensmittel zu lagern. Dass der unkontrollierte Zugang zu HHPs auch unbeabsichtigte Verwendung mit sich bringt. Und ein weiteres Problem, was benannt wurde, ist, dass Pestizide, die in Ländern mit hohem Einkommen verboten sind und internationalen Qualitätsstandards nicht entsprechen, in einigen Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen weiterhin vermarktet werden. Und dieses Problem der Doppelstandards ist wirklich, nehmen wir auch als PAHN in den Fokus. Es ist kaum zu verstehen, dass auch beispielsweise aus der EU und auch aus Deutschland Pestizide von Firmen exportiert werden können, die bei uns aus Gesundheits- und Umweltgründen längst verboten sind. Und die werden dann in Länder exportiert, wo die Anwendungsstandards womöglich sehr viel geringer sind. Was haben denn Stakeholder bislang gemacht? Das erkennt der Global Chemical Outlook auch an, dass einzelne Länder eben HHPs die Genehmigung entzogen haben. Da wird das Beispiel von Mosambik genannt oder Pestizide verboten haben, wie in China.
auch in anderen, ein paar afrikanischen Ländern, wo immerhin HP-Listen erstellt wurden. Es wird auch das Beispiel Ecuadors genannt, wo alle besonders akut gefährlichen Pestizide verboten wurden. Aber Sie sehen schon an dem angegebenen Jahr 2010, dass dies kein Ergebnis des CICAM-Prozesses ist, sondern hier sind im Outlook dann auch Entwicklungen beschrieben worden, die nicht unbedingt im direkten Zusammenhang mit CICAM stehen. Auch internationale Konventionen haben natürlich sich mit dem Thema befasst oder haben dazu beigetragen, dass HHPs vom Markt genommen wurden, wie beispielsweise die Stockholm-Konvention, die sogenannte POP-Konvention. Hier wurden Pestizide aufgrund ihrer Toxizität, Persistenz, Bioakkumulation und ihren Potenzials für den Ferntransport international verboten. Aber, und das war interessant, das war die Anmerkung von der Frau Jacobi, die Durchsetzung der Verbote, insbesondere in Ländern mit mittlerem, niedrigem Einkommen, bleibt schwierig. Und das ist noch eher vorsichtig formuliert vom Global Chemical Outlook. Es wird auch die Industrie benannt, dass sie sich auch eingebracht hätte, nämlich Initiativen zur Risikominderung durch Schulung mit eingebracht hätte und sich dem Kampf gegen gefälschte Pestizide gewidmet hat, was auch allein ja schon aufgrund des wirtschaftlichen Interesses verständlich ist. Und hier gesagt, dass die Industrie freiwillige Portfolioüberprüfungen unternommen hat, um HHPs vom Markt zu nehmen. Ich erinnere an dieser Stelle mich an ein Treffen mit Vertretern der Konvention der Industrie und NGO-Vertretern 2017, wo die anwesende Industrie gefragt worden ist, wie viele HHPs sie denn bis jetzt aus ihrem Portfolio gestrichen hätten, und sie sagten 2. Also da scheint mir doch noch sehr viel Luft nach oben für das Engagement zu sein. Wenn wir gucken, was haben denn NGOs und Civil Society Organizations gemacht? Sie haben Monitoring und Dokumentation von Nutzungsbedingungen und deren nachteiligen Auswirkungen verfasst. Sie haben sich engagiert in Bewusstseinsbildungsprojekten, haben aufgeklärt. Und das nennt der Outlook spezifisch, nämlich die Ergänzung zusätzlicher Gesundheits- und Umweltkriterien für die Identifizierung von HHPs. Nämlich da spielt er auf unsere HHP-Liste an, wo wir auch die Bienentoxizität beispielsweise mit reingebracht haben und eben auch positiv erwähnt wird die Erstellung dieser Wirkstoffliste, der HHP-Liste durch PAN. Und es gibt viele länderspezifische HHP-Reports. Hier gibt es irgendwie ein Darstellungsproblem, aber sind von vielen Organisationen, nicht nur vom Pestizidaktionsnetzwerk, auch von IPEN und auch von beispielsweise Public Eye sind dort und von Partnerorganisationen in anderen Ländern sehr viele Reports, aber auch Informationen zu Alternativen erstellt worden. Ich wollte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass die Konferenz ICCM4 dazu aufgerufen hatte, eine globale Allianz zu HHPs zu etablieren. Doch dies wurde bislang nicht umgesetzt und es gibt auch kein Programm, wie das denn anzugehen wäre, das Thema. Und vor dem Hintergrund der dramatischen Situation ist dieses wirklich ein Armutszeugnis. Oh, da die Seite. Gut. Was angestoßen wurden im Rahmen von SciCam sind Gelder über ein spezifisches Programm zur Bewusstseinsbildung und Stärkung von Kapazitäten. Da gab es zum Beispiel Initiativen in Mali und Senegal. Dort dazu beitragen sollten diese zur Minderung von Risiken im Zusammenhang mit Pestiziden und Sammeln von Daten zum Einsatz von Pestiziden und Vergiftungsfällen. Und auch hier waren dann NGOs beteiligt. Dass wir nach wie vor ein Problem haben, trotz des Engagements Einzelner, zeigen unter anderem Studien wie diese unserer Partner aus Asien und Pazifik. Sie haben 2025 Kleinbauern befragt in 7 verschiedenen asiatischen Ländern, darunter auch Indien, Malaysia, Pakistan, Vietnam. Und das Ergebnis zeigt, dass 70% der Farmer, die Pestizide anwenden, unter Vergiftungserscheinungen leiden. Sie konnten auch dokumentieren, dass durch solche Kleinbauern 50 verschiedene hochgefährliche Pestizide angewendet werden und konnten auch die Probleme identifizieren, dass es eben nicht genügend Informationen gab, dass ihnen Schutzkleidung fehlten und dass diese Container wegentfremdet wurden. Also das Problem bleibt bestehen.
Was sagt jetzt der Global Chemical Outlook? Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden? Der hat nicht nur geguckt, was ist gelaufen, sondern er hat auch geguckt, so ist ja dieses Jahr erst veröffentlicht worden, wie soll es denn besser werden? Und er sagt halt, es soll Maßnahmen zur Beendigung der Nutzung von HHPs erfolgen, international und national. Es soll der Einsatz von HHPs verringert werden. Also hier haben wir genau das, was wir fordern, nämlich die Eliminierung zuerst und dann die Minimierung, vielleicht auf dem Weg hin zur Eliminierung. Und es sollen IPN und Agrarökologie, das heißt also nicht chemische Alternativen, unterstützt werden. Auch soll der Rechtsrahmen zur Durchsetzung von Vorschriften für Pestizide im Allgemeinen und für HHPs im Besonderen während des gesamten Lebenszyklus und die Verbesserung der Durchsetzungsmöglichkeiten gestärkt werden. Und hier, das ist ein ganz wichtiger Bereich unserer Meinung nach, dass es hier ist nämlich genau, wo es einfach ein großes Defizit global gibt. Es sollen dann noch Infrastruktur zur Ausbildung und so weiter. Ich verkürze es ein bisschen, Bereitstellung von Informationen. Es sollen auch Maßnahmen zur Bekämpfung und Verringerung des Einsatzes von Bioziden mehr in den Fokus genommen werden. Also das sind im Prinzip Biozide, das ist wie Pestizide, die aber nicht, die außerhalb der Landwirtschaft eingesetzt werden oder auch den Bereich von Desinfektion und Ausrüstung von Produkten und Textilien und so betrifft. Und es werden auch Instrumente diskutiert, wie beispielsweise die Möglichkeit über Pestizidabgaben oder Steuern, Lenkung oder Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Wo stehen wir als Pestizidaktionsnetzwerk in dem Ganzen? Also wir sagen und wir engagieren uns, dass CYCAMP fortgeführt und dass es verbessert wird. Und unser Engagement gilt einem verbindlichen globalen Vertrag zum Umgang mit Pestiziden. Das wäre diese verschärfte, was ich eben gesagt habe, was auch vom Global Outlook schon genannt wird, dass es hier auch Regulierungsebene auch Verbesserungen geben muss. Ein solcher Vertrag sollte ein schrittweises Verbot von HHPs beinhalten und auch die Bekämpfung von Doppelstandards im Pestizidhandel vorantreiben. Und was wir hier zwar an letzter Stelle geschrieben haben, aber was uns sehr wichtig ist, ist die Förderung von nicht chemischen Alternativen, die Förderung von Ökolandbau und die Förderung von Agrarökologie. Damit liegen wir auch sehr auf der Seite der Aussage des UN Special Rapporteur on the Implication for Human Rights of the Environmentally Sound Management and Disposal of Hazardous Substances and Waste, der in seinem Report in diesem Jahr empfahl, dass Staaten darauf hinarbeiten, einen umfassenden verbindlichen Vertrag zur Regelung gefährlicher Pestizide entlang ihres gesamten Lebenszyklus unter Berücksichtigung der Menschenrechte zu etablieren. Schnittstellen des Themas HHPs mit den Nachhaltigkeitszielen sind zahlreich. Und wenn wir das Problem der HHPs, das Problem mit der Umwelt- und Gesundheitsbelastung durch Pestizide nicht in den Griff bekommen, werden wir auch nicht die Ziele erreichen. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Professor Gonell: Ein weltweites Verbot hochgefährlicher Pestizide würde voraussichtlich Zehntausende von Todesfällen pro Jahr verhindern. Ich denke, das lohnt sich, sich dafür zu engagieren. Hier sind nochmal einige Links und Hinweise auf Studien und Reports für die Vertiefung. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke schön, Susan. Gibt es Verständnisfragen oder andere Anmerkungen zu dem Vortrag? Dann richte ich mich in die Runde. Wie gesagt, Sie können ein Handzeichen geben und dann können Sie sprechen, wenn Sie ein Mikrofon haben. Da gibt es jetzt keine Wortmeldung. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit Johanna Hausmann, mit dem dritten Vortrag. Da übergebe ich mal an die Frau Hausmann. Hallo. Ja, können Sie mich schon mal hören? Ja, also Gut, ich ja. jetzt versuche ich den Bildschirm freizugeben. Hat es funktioniert? Ja, vielleicht machst du die Bildschirmpräsentation an. Ja. Moment, jetzt. Sehr Ja, schön. sieht mich jeder, hört mich jeder? Gut. Einen schönen guten Nachmittag an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Webinars. Mein Name ist Johanna Hausmann.
Ich bin tätig für WECF, Engage for a Common Future, und möchte so ein bisschen ergänzen zu dem, was Sie jetzt alles schon gehört haben, zum Thema endokrin wirksame Chemikalien, kurz EDCs oder auch ganz landläufig Hormongifte genannt. Ich möchte Ihnen zeigen, was das ist, wie sie uns betreffen und einen kleinen Zusammenhang zu SciChem herstellen. Ja, ganz kurz zu unserer Organisation, falls Sie uns nicht kennen. Women Engage for a Common Future ist ein Netzwerk von 150 Mitgliedsorganisationen in 150 Ländern. Wir haben ein Büro in 5 Ländern. In Deutschland sitzen wir in München. WECF ist offizieller Partner des UN-Umweltprogramms und hatte den Co-Lead bei der Verhandlung der SDGs, von denen wir ja auch jetzt schon etwas gehört haben, 2015 in New York, als diese nachhaltigen Entwicklungsziele verhandelt wurden, für die Women Major Group. Für SciChem sind wir NGO Focal Point hier in Deutschland, und unsere Mission ist auf verschiedenen Ebenen oder Gebieten, nicht jetzt nur im Bereich von Chemikalien, sondern auch im Bereich von Energie, Wasser, ökologischer Landwirtschaft, eine gesunde Umwelt für alle zu erreichen. Ein großes Ziel. Warum muss uns dieses Thema endokrin wirksame Disruptoren oder Hormongifte interessieren? Ich würde jetzt gerne Sie sehen. Ich hatte nämlich vor längerer Zeit mal eine Veranstaltung, und da hatten wir eine Beteiligung von politischen Entscheidungsträgern, und das ist vor 3 Jahren gewesen, und da war dieser Begriff endokrine Disruptoren vielen noch nicht bekannt. Ich kann jetzt nicht sehen, wer von Ihnen davon schon gehört hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich mittlerweile im Zuge auch der Berichterstattung in den Medien einiges geändert hat und das Bewusstsein zumindest etwas gestiegen ist. Was wir feststellen, ist, dass hormonell bedingte Erkrankungen und Störungen massiv zunehmen. Dazu zählen Asthma, Allergien, neurologische Erkrankungen, Fortpflanzungsstörungen, Fehlbildungen der Geschlechtsorgane, zum Beispiel Hodenhochstand etc., hormonbedingte Krebserkrankungen wie Prostata-, Brust- und Hodenkrebs nehmen zu, aber auch Verhaltens- und Entwicklungsauffälligkeiten oder metabolische Erkrankungen wie Diabetes sind on the rise, wie man so schön sagt. Ja, hier ein paar Statistiken, ein paar Grafiken, die das anzeigt. Also Sie sehen hier überall eine exponentielle Zunahme dieser Erkrankungen, bei Diabetes genauso gut wie bei Autismus, Asthma, also die respiratorischen Erkrankungen bei Kindern nehmen zu. In der europäischen Region ist mittlerweile jedes dritte Kind von Asthma mit Asthma belastet. Aber auch eben diese genannten Verhaltensstörungen, Auffälligkeiten sind ein Problem. Was auch ein Problem ist und was das Thema immer wieder in die Medien bringt, ist die geringe Spermienzahl bei Männern. Da hat man festgestellt, ein Bericht gab es 2017, dass sie sich in den letzten 50 Jahren praktisch halbiert haben, was natürlich Einfluss wiederum hat auf die Fruchtbarkeit. Ja, ganz besonders beschäftigt und auch als Ausblick einer Frauenorganisation die Zunahme von Brustkrebs. Die Statistik hier geht leider nur bis 2008, aber ich kann Ihnen sagen, es hat sich nicht verbessert. Im Gegenteil, der Trend geht nach wie vor nach oben. Mittlerweile ist jede erkrankt in der Europäischen Union, jede achte Frau zumindest einmal in ihrem Leben an Brustkrebs. Also Rezidive sind dabei nicht ausgeschlossen. Jetzt machen wir uns natürlich Gedanken, woher diese Zunahme kommt. Die Wissenschaft ist sich einig mittlerweile, dass diese Zunahme dieser hormonell bedingten oder mit Hormonstörungen verbundenen Erkrankungen nicht rein auf genetische oder auch auf Lebensstilfaktoren zurückgeführt werden kann. Umweltfaktoren wie zum Beispiel die Exposition gegenüber Chemikalien, die eben hormonell wirksam sind, können hier eine wichtige Rolle spielen. So, diese endokrin wirksamen Stoffe gibt es in reichlicher Anzahl. Die WHO
hat mal 2012 von 800 Chemikalien gesprochen. Die TEDx, eine Initiative für Endokrinologie, spricht von bis zu 1400 Chemikalien. UNEP hat 2017 einen Report herausgegeben und da sind 1000 Chemikalien die, genannt, die als EDC gelten oder potenziell hormonell wirksam sind. Die Wissenschaft hat sehr stark geforscht in diesem Bereich und es gibt zahlreiche Studien. Man spricht immer von dieser Zahl von 1300 Studien. Ich nenne sie deshalb, weil die Konsequenz aus diesen Studien einfach so gering ist, dass wir leider immer sagen, es gibt sehr viel Forschung, aber es gibt nicht viele Konsequenzen, die daraus gezogen werden oder noch zu wenige. Sie ist sich ganz sicher, dass dieser Bereich, dieser Zusammenhang zwischen EDCs und Gesundheitsproblemen nicht zu leugnen ist. Was auch ein Faktor ist, die Gesundheitskosten für EDC-Krankheiten oder Störungen, die mit EDCs in Verbindung gebracht werden, belaufen sich in der EU mittlerweile jährlich auf 163 Milliarden Euro. Und ein weiterer Faktor für endokrin wirksame Stoffe und sie ernst zu nehmen, warum uns dieses Thema interessieren sollte, ist, dass es ja nicht besser wird. Also die Frau Haffmanns hat es gerade schon angedeutet, die Chemieindustrie wird weiterhin produzieren, sie wird weiterhin stark produzieren, sie wird weiterhin auch nicht immer kontrolliert produzieren und der Umsatz der Chemieindustrie, auch das finden Sie im Global Chemical Outlook, wird sich bis von heute 3,4 Billionen Euro auf in 2030 auf 6,6 Billionen Euro fast verdoppeln. Eine Chemikalie ist da besonders nennenswert, das ist das Bisphenol A. Das ist die meistproduzierte Chemikalie weltweit und auch hier werden mittlerweile 4 Millionen Tonnen produziert und die Tendenz ist steigend. Ja, zu diesen Studien, die können Sie nachlesen oder einen Großteil dieser Studien finden Sie in dem von der WHO und UNEP herausgegebenen State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals aus dem Jahr 2012. Und darin bezeichnet die WHO EDCs, Endocrine Disrupting Chemicals, als eine globale Bedrohung. Was sind denn nun EDCs? Es sind Chemikalien, die ähnlich wie Hormone wirken oder die Hormonwirkung blockieren können. Das heißt, sie mimen körpereigene Hormone nach und setzen dadurch Entwicklungen in Gang oder auch nicht, die zu Beeinträchtigungen von Wachstums-, Entwicklungs-, Stoffwechsels- und Fortpflanzungsvorgängen führen können. Wichtig, um zu verstehen, warum EDCs auch eine spezielle Regulierung bräuchten, ist, dass EDCs nach auch Forschung im Tierversuchsbereich schon mit einer geringen Wirkung wirken können, dass der Cocktail-Effekt, also die Herkunft verschiedener endokrin wirksamer Chemikalien aus unterschiedlichen Quellen und die Verquickung miteinander zu Folgen führt, die unbedingt erforscht werden müssen und dass EDCs gerade in sensiblen Zeitfenstern der Entwicklung, dazu zählt die fötale Entwicklung, also die pränatale Entwicklung, aber auch die Entwicklung bei Kleinkindern, die Pubertät und auch die Phase bei Frauen in der Menopause, dass sie in diesen sensiblen Zeitfenstern wirklich ganz spezifisch einwirken können auf Entwicklungsprozesse im Körper. Ja, ich denke, es ist jetzt schon 17 Uhr. Sie werden heute in Ihrem heutigen Tagesablauf schon vielen EDCs begegnet sein. Leider ist es für uns nicht sichtbar, wo sie drin sind. Ich nenne Ihnen mal ein paar Beispiele. Als EDCs gelten Weichmacher, Diphthalate, bromierte Flammschutzmittel, wie sie zum Beispiel in Polstermöbel vorkommen. Es gibt auch Kinderschlafanzüge, die mit bromierten Flammschutzmitteln ausgestattet sind. Parabene kennen Sie aus dem Bereich der Kosmetik. Es ist ein Konservierungsstoff. Die Bisphenole, das hatten wir schon gehabt, insbesondere Bisphenol A, ist ein Grundstoff zur Herstellung von Polycarbonaten. Viele Pestizide und Biozide sind endokrin wirksam, aber auch Schwermetalle. Und was ich hier noch nicht, was ich nicht aufgenommen habe, sind die polyfluorchlorierten Stoffe. Auch die sind EDC wirksam. Sie kommen vor überall. Also Lebensmittel,
Plastikprodukte, Lebensmittelverpackungen, Textilien, Spielzeug, Möbel, Kosmetik, also in allen Bereichen des Alltags, des täglichen Bedarfs. Wir nehmen sie auf über die Nahrung, über die Atmung, wir atmen sie ein, über die Haut, zum Beispiel bei Körperlotions, gelangen sie in unseren Körper und können dort angereichert werden. Sie werden auch wieder ausgeschieden, zum Beispiel Bisphenol A wird immer wieder ausgeschieden, aber dadurch, dass die Häufigkeit der Exposition so groß ist, ist immer irgendwie, sind immer die EDCs in unserem Körper vorhanden. Das kann man auch sehr gut sehen. Es werden nämlich bis zu 300 körperfremde Stoffe in jedem von uns gesehen. Und hier haben wir ein Flammschutzmittel, PCB zum Beispiel. Da ist ganz deutlich sichtbar auf dieser Grafik, in dem Moment, wo es eine Regulierung gab, geht die Zahl der Stoffe, die im Körper sich befinden, wirklich dramatisch nach unten. Und die Frau Katterbo hat, glaube ich, vorhin schon angesprochen, was uns am Wochenende als große Meldung erschreckt, aber vielleicht nicht unbedingt verwundert hat, ist die Tatsache, dass das Umweltbundesamt eine Studie herausgegeben hat, die nachweist, dass Kinder, vor allem Kinder, mit diversen Stoffen aus Plastik belastet sind. Das hatten wir auch schon mal im Kinder- und Umweltservice aus dem Jahr 2006 bis 2009. Damals waren 99% der Kinder mit Weichmachern belastet. Sie waren auch mit Bisphenol A belastet. Der Grenzwert für Bisphenol A war damals allerdings noch niedriger. Den setzt die EFSA fest. Der war noch niedriger, sodass der Grenzwert nicht unbedingt bei der Belastung erreicht wurde. Heute ist der Grenzwert, der war damals noch höher. Heute ist der Grenzwert niedriger und deswegen ist die Belastung auch über dem Grenzwert durchaus gegeben. Ja, die Kinder sind ein besonderes Problem. Ich habe es schon angedeutet. Die Kinder sind bereits in der pränatalen Phase diesen Stoffen über ihre Mütter ausgesetzt, denn im Gegensatz zu manch landläufiger Meinung ist die Plazenta kein sicherer Raum für die Kinder. Diese Plazentaschranke ist durchlässig und lässt Schadstoffe, die die Mutter in ihrem Körper hat, natürlich auch zu dem sich entwickelnden Kind durch. Viele Entwicklungen werden dann bereits im Mutterleib angestoßen, deren Ausformung sich auch erst im späteren Leben zeigen kann. Was allerdings deutlich ist, dass zum Beispiel immer mehr Jungs mit hohem Hochstand geboren werden. Also da hat man auch schon direkt bei der Geburt oder mit der Geburt die Auswirkungen von möglichen Einwirkungen von hormonwirksamen Substanzen werden da deutlich. Ja, hier ist nochmal so ein Überblick, warum diese Phase der fötalen und Kleinkindentwicklung so wichtig sind. In verschiedenen Wochen oder Abschnitten werden Entwicklungen angestoßen, wird Gewebe entwickelt, das sich zu bestimmten Organen oder so ausbildet. Manche Phasen fangen ganz früh an, in der ersten bis 16. Woche und gehen bis in die postnatale Phase hinein, zum Beispiel das zentrale Nervensystem entwickelt sich, die Entwicklung beginnt bereits im Mutterleib und setzt sich fort bis man 20 ist. Deshalb ist es so wichtig, Schwangere besonders vor diesen hormonell wirksamen Substanzen zu schützen, um nämlich zu vermeiden, dass diese eben an das Kind gelangen. Die FIGO, die Internationale Föderation für Gynäkologen und Geburtshelfer, hat mit einem Statement im Jahr 2015 schon davor gewarnt, dass viele Kinder bereits vorbelastet zur Welt kommen und eben deshalb besonders schützenswert sind. Sie forderten rechtliche Maßnahmen, sie forderten Einschränkungen vor Anwendung von hormonwirksamen Substanzen in Produkten des täglichen Bedarfs und strenge Regulierungen. Und auch wenn die Kinder dann auf der Welt sind, sind sie nach wie vor stärker belastet, weil sie haben ein höheres Atemvolumen, sie atmen schneller, sie nehmen mehr Luft aus, die vielleicht mit Stoffen belastet ist. Sie haben eine dünnere Haut, über die sie leichter die Stoffe aufnehmen können
und sie haben auch nach wie vor nicht so ein gutes Abwehrsystem, um mit diesen Stoffen zurechtzukommen. Neben den Kindern sind auch die Frauen besonders oder anders betroffen von endokrin wirksamen Stoffen als Männer. Männer sind auch belastet, natürlich. Frauen haben eine andere Belastung. Es gibt da zunächst mal einen biologischen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Frauen haben ein größeres Fettgewebe, einen größeren Fettanteil in ihrem Körpergewebe. Das heißt, sie können Stoffe, die fettlöslich sind, einfacher in ihrem Körper anreichern und so durch das Volumen von Stoffen im Körper vergrößern. Sie sind das erste Lebensumfeld ihrer Kinder und während der Schwangerschaft, es klingt hart, aber sie können das alles an die Kinder weitergeben und wenn sie stillen, auch über die Muttermilch, kann man so seinen eigenen Chemikaliencocktail gut loswerden an sein Kind. Es ist ein bisschen zynisch, aber es ist so. Dann sind Frauen auch aufgrund ihrer sozialen Rollen anders exponiert als Männer. Sie haben unterschiedliche Expositionsquellen, zum Beispiel über Produkte. Frauen sind nach wie vor immer noch in hiesigen Regionen, auch bei uns, mehr im Haushalt tätig. Das heißt, sie sind stärker mit Putzmitteln, kommen stärker mit Reinigungsmitteln in Berührung, die endokrin wirksame Stoffe enthalten können. Sie sind am Arbeitsplatz häufig in der Textilindustrie tätig oder auch im Bereich von Kosmetik, auch im Bereich von Gesundheitsberufe in Krankenhäusern gibt es viele Bereiche, in denen ein höherer Anteil an EDCs festgestellt werden kann und der sich dann eben auch den Frauen sozusagen weiter öffnet. Und hier wird auch so ein bisschen sichtbar, das trifft unsere Region, die EDC-Belastung, aber auch in Ländern, in Entwicklungsländern. Frauen sind mit großem Anteil beschäftigt in der Agrar-, in der Landwirtschaft. Dort sind sie Pestiziden ausgesetzt, mehr als Männern. Sie sind tätig, zum Beispiel diese ganzen Blumenherstellungsfelder. Das ist ein absolutes Kerngebiet für Frauen. Sehr viele Frauen sind da beschäftigt, aber auch, wie schon gesagt, in der Textilindustrie. Dann häufig an Low-Income-Jobs, wo der Arbeitsschutz nicht gerade sehr hoch geschrieben wird. Frauen haben auch häufig das Problem, dass die Analphabetismusrate größer ist als bei Männern. Das heißt, sie können mit Sicherheitshinweisen dann häufig auch nichts anfangen. Sie sind auch manchmal finanziell oder oft finanziell schlechter gestellt als Männer, können sich Schutzmaßnahmen schlicht und ergreifend nicht leisten. Deshalb machen wir jetzt einen kleinen Link zu SICEM. Wäre es auch oder ist es auch bei SICEM? Ich habe es jetzt Beyond 2020, man kann es SICEM 2+0 nennen. Wichtig, diesen Gender-Aspekt, also diese Unterschiedlichkeit von der weiblichen Betroffenheit durch Chemikalien und der männlichen mit zu betrachten und das SICEM 2.0, SICEM Beyond 2020, gendergerecht zu gestalten. Ja, jetzt haben wir gehört, es ist gefährlich. Die Krankheiten nehmen zu. Gibt es denn Gesetze, die uns schützen? Ich bin hier jetzt nicht auf EU-Ebene unterwegs. Ich habe es jetzt mal versucht, ein bisschen zu strukturieren, aber ich wollte nur so einen ganz kleinen Überblick geben, denn es soll ja nur eine Einführung sein in das Thema. Also auf der nationalen Ebene könnte man natürlich verbieten. Man könnte über die EU hinausgehen und verbieten, dass in Produkten, die zum Beispiel mit Schwangeren oder für Kinder gedacht sind, Stoffe drin sind, die eine EDC-Wirkung haben. Man kann Aktionspläne ins Leben rufen, das gibt es auch. Also ein Frontrunner ist in dem Fall Frankreich in der Europäischen Union. Die haben Aktionspläne wirklich zum konkreten Schutz vor EDCs. Dazu zählen Informationskampagnen, dazu zählt Aufklärung. Dazu zählt auch Regulierung auf nationaler Ebene. In Deutschland sieht es dazu sehr mau aus. Es gibt nicht viel, deshalb fordern wir das auch. Wir fordern ganz dringend Aktionspläne, die umgesetzt werden und die EDCs höher auf die politische Agenda setzen. Im letzten Koalitionsvertrag gab es noch den Schutz vor EDCs im Vertrag. Das ist rausgeflogen, leider. Deswegen umso mehr muss es ein Thema sein.
Berichterstattungen wie vom Wochenende, dass Kinder belastet sind, unter anderem eben auch mit Substanzen, die endokrin wirksam sind, gibt vielleicht einen erneuten Push, endlich in diese Richtung zu gehen. Auf der EU-Ebene gibt es die REACH-Gesetzgebung. Die hat nicht eine direkte Regulierung für EDCs vorgesehen, aber manche Stoffe werden als sogenannte Substances of Very High Concern, also besonders besorgniserregende Stoffe, hier eingegliedert. Dazu zählt zum Beispiel BPA, das auch nach einem Gerichtsbeschluss oder nach einer Klage der Chemieindustrie als solcher Stoff, als von großer Besorgniserregung behandelt werden darf. Es gibt Regulierungen auf EU-Ebene. Die Spielzeugrichtlinie und die Kosmetikrichtlinie regeln EDCs. Da gibt es zumindest Limits, in denen EDCs in diesen Produkten vorkommen können. Das Problem ist ein bisschen, es gibt keine Deklarationspflicht bei Spielzeug. Das heißt, wir wissen nicht, was da drin ist, und wir sind als Verbraucherinnen und Verbraucher auf unsere Nasen angewiesen oder auf unser Fühlen, um zu sehen, um zu gucken, ob ein Produkt einigermaßen in Ordnung ist. Natürlich kann man sich an Ökosiegeln orientieren, aber von Seiten des Gesetzgebers gibt es hier wenig. Bei der Kosmetikrichtlinie ist es ein bisschen anders. Bei der Kosmetik gibt es eine Deklarationspflicht. Häufig für den Laien ist es natürlich auch sehr schwierig, weil die Terminologie eine absolute Fachterminologie ist und die Leute nicht immer unbedingt wissen, der Verbraucher, die Verbraucherin nicht immer unbedingt wissen, ob dieser oder jener Stoff jetzt endokrin wirksam ist. Dann gibt es noch die Biozid- und die Pestizidrichtlinie. Da ist es nun endlich soweit, es wurde schon lange beschlossen, dass Biozide und Pestizide, Pestizide und Biozide, die endokrin wirken, auf dem europäischen Markt nicht mehr verkauft werden dürfen. Da sind wir dabei. Wir brauchen Kriterien, strenge. Wir haben Kriterien. Wir sagen, die Kriterien sind zu lasch, damit wirklich viele Stoffe erfasst werden können, die eine hormonelle Wirksamkeit haben. Also da gilt es jetzt wirklich, diese Biozid- und Pestizidrichtlinie ordentlich umzusetzen. Professor Kortenkamp, ich weiß nicht, ob er schon mal gefallen ist, er hat sich auch auf UN-Ebene, auch mit dem WHO-Bericht, es gibt einen sogenannten Kortenkamp-Bericht, mit EDCs intensiv befasst. Er forscht dazu in London und er hat mal in einem Interview gesagt, die wissenschaftliche Basis zur besseren Regulierung von Umweltchemikalien inklusive eben endokriner Disruptoren ist definitiv vorhanden, nur die Politik hat bisher leider versagt. Ja, wir finden oder wir meinen, dass das Vorsorgeprinzip in diesem Fall einfach Vorrang hat, denn wir wissen, EDCs sind überall und wir erkennen sie leider nicht. Es gibt genügend wissenschaftliche Studien, um sie zur Belastung der Gesundheit. Wir wissen den Low-Dose-Effekt, also sichere Grenzwerte gibt es nicht. Wir wissen auch, dass Frauen und Kinder besonders belastet ist. Wir wissen, dass die EDCs auch nicht isoliert vorkommen, sondern dass es immer ein Problem der Mixturen ist, der sogenannten Mixtures. Das heißt, wir brauchen auch mehr Forschung, nicht zu eigenen einzelnen Stoffen, sondern zu Mixtures. Und wir wissen auch, dass es kaum schützende Gesetze gibt. Und ich hatte auch einmal ein schönes Interview mit einem Vertreter einer Behörde, der sagt, es muss was getan werden, es gilt das Vorsorgeprinzip, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Zweifel gibt, beziehungsweise wo man vielleicht noch mehr Forschung betreiben müsste, weil die Kausalitätsherstellung halt sehr, sehr schwer herzustellen ist. Es gibt aber keine Wissenschaft ohne Unsicherheit und deswegen müssen wir handeln. Und aus diesem Grund sind wir auch froh, dass EDCs ein Emerging Policy Issue sind, seit 2012 hat ICCM-3 in der Resolution sich dazu entschieden, die endokrin wirksamen Stoffe als solches zu behandeln. Es gab den Auftrag, Arbeitspläne zu entwickeln. Über den Fortschritt dieser Arbeitspläne, der geleisteten
Aufträge, Aktivitäten zu berichten und diese auch in den Intersessional Process, den wir jetzt eben gerade haben, mit einzubringen. Das ist zum Teil passiert, zum Teil auch nicht. Also es gibt auch da Verzögerungen. Es gibt den Bericht von der UNEP zum Beispiel zu EDCs, der sollte 2016 herauskommen. Er ist 2018 mit zweijähriger Verspätung herausgekommen. Es gibt immer wieder Verzögerungen in diesem Bereich. Es ist ein sehr schwieriges Thema, weil wir eine starke Industrielobby haben, die natürlich versucht, die Produktion nicht unbedingt stark zu schmälern. Deswegen, jetzt habe ich den Faden verloren, fordern wir, dass dieser Arbeitsplan zu EDCs, zum Beispiel Fallstudien in den Ländern, eben auch gerade in Entwicklungsländern, wo es viel schwieriger noch zu handhaben ist als bei uns, oder Maßnahmen zur Informations- und Bewusstseinsbildung endlich durchgeführt werden. Für das SciChem 2+0 hätten wir gerne zeitgebundene Ziele, was die EDCs anbelangt. Wir möchten, dass EDCs ein Emerging Issue oder ein Issue of Concern bleibt. Wir wollen auch gerne Mechanismen einrichten, dass bei fehlendem Fortschritt gemessen an bestimmten Kriterien, die es festzulegen gibt, über die man entscheiden muss, eine Möglichkeit gibt, eine erhöhte Verpflichtung zur Implementierung EDC schützender Maßnahmen zu ergreifen. Ja, ich glaube, es wurde schon mehrfach angesprochen jetzt, dass SciChem das einzige internationale Forum ist, das sich mit EDCs aus der Perspektive von Gesundheit und Umwelt befasst. EDCs werden auch natürlich in den Konventionen mit angesprochen, aber nicht explizit. Sie sind Teil, manche Stoffe, die persistent sind, haben auch eine endokrine Wirkung. Und wenn eine Regulierung oder ein Verbot oder ein eingeschränktes Verbot, wie wir es zum Beispiel bei diesen perfluorierten Stoffen haben, die jetzt bei den Kindern in Deutschland gefunden wurden, gibt, dann sind natürlich die EDC-Wirksamkeit ist mit eingeschlossen, aber das ist nicht ausreichend, um 1400 Stoffe, die in der Welt mindestens vorhanden sind, mit einer endokrinen Wirksamkeit nachhaltig zu regeln. Deshalb sollte EDCs eben ein Emerging Policy Issue bzw. ein Issue of Concern auch nach 2020 sein. Was machen wir? Also wir machen das auch nicht alleine. Es gibt eine Vereinigung von NGOs weltweit über IPEN, europaweit über das EDC Free Europe. Und Deutschland gibt es PAN, Hazelport, der BUND, WECF, die sich mit Aktivitäten zu EDCs beschäftigen. Wir machen hauptsächlich Bewusstseinsbildung von WECF, Informationsmaterialien auch vor allem für Schwangere und für Kinder, eine Verpflichtung, die unseres Erachtens die Regierung nachkommen müsste. Wir haben es übernommen. Es gibt einen neuen Beratungsguide für schwangere Frauen. Wir haben eine App, wir haben einen Film und versuchen so eben das Bewusstsein in die Bevölkerung zu bringen, sich besser zu schützen, solange keine Gesetzgebung da ist, die dies verantwortungsvoll tut. So, das war es von mir für jetzt. Sie können gerne fragen, wenn Sie Fragen haben. Dankeschön. Ja, danke schön, Jana. Hat denn jemand eine Frage erstmal jetzt zu diesem Vortrag von Jörg Hausmann zu endokrinen Disruptoren? Ich sehe jetzt im Moment keine. Doch, eine Handmeldung, die mir jetzt gerade... Oh, zwei, ja. Frau Jacobi, ich schalte Sie nochmal frei. Ja, hallo, vielen Dank nochmal für diese super interessanten Präsentationen. Also ich arbeite in Forschung in der Landwirtschaft und ganz ehrlich, mir war nicht bewusst, wie stark das Thema eigentlich ist und der Arbeit. Ich wollte fragen, ob es möglich ist, mir die Präsentationen zu schicken, weil ich werde immer öfter eingeladen, also in Bolivien und auch in anderen Ländern, diese Themen zu präsentieren und da brauche ich gute Argumente, gute Grafiken und auch die neuesten Reports und so. Es ist möglich, dass ich da ein paar von den Grafiken verwende, dass sie mir die Präsentation schicken, ich übersetze. Das würde mir sehr helfen, weil ich bin nicht vom Fach, ich bin aus der landwirtschaftlichen Forschung und habe nicht viel Ahnung von Themen.
Hallo? Ja, war das Johanna Hausmann? Ja. War das speziell für mich oder haben gar Sie nicht? Mich gehört? Ich habe Sie gebrochen gehört, aber ich kann Ihnen gerne. Also es ging darum, wir werden auf jeden Fall ja die Präsentation als PDF-Download zur Verfügung stellen. Und ich würde vorschlagen, wenn Sie dann ganz spezielle Grafiken oder Abbildungen haben möchten, dass Sie mit, speziell mit den Vortragen in Kontakt treten über E-Mail. Wir haben ja auch E-Mail-Adressen und das dann kurz dann nochmal abklären, denke ich mir. Ja. Wenn alle zustimmen von meinen Kolleginnen, das können Sie gerne Lösung. Tun. Ja, können Sie gerne herzlichen tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja. Jetzt Ralf Udo Ehlers, bitte. Ja, moin. Hallo. Hallo, kann man mich hören? Ja. Ah, prima. Ja, wir wissen ja eigentlich, dass die EU diese hormonwirksamen Produkte schon lange auf der Substitutionsliste stehen hat. Mich würde mal interessieren, wie Sie das einschätzen. Was sind eigentlich die Gründe, dass es da so wenig Fortschritt gibt? Das wird immer von Kommission zu Kommission weitergeschoben, aber so richtig was passiert gar nicht. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja auch wirklich schon eine sehr alte Geschichte mit den EDCs. Das ging ja schon in den 50er Jahren los, dass man die sogenannten Adverse Effects, also die schädlichen Wirkungen der EDCs auf die Umwelt, übrigens nicht nur auf den Menschen, auch auf die Umwelt gesehen hat. Ich habe es ja schon angedeutet. Hinter dieser ganzen Chemikalienpolitik steht natürlich auch immer eine sehr große Industrie. Und wir als NGOs haben die Freiheit, da vielleicht auch mal ein bisschen offener Kritik üben zu können. Es gab immer wieder Verschiebungen. Wir haben 1999 angefangen, auf EU-Ebene diesen Prozess zu starten, eine Regulierung. Es gab Versprechungen im Bereich der Biozid- und Pestizidrichtlinie. Dazu kann Ihnen die Frau Haffmanns oder Frau Smolka auch noch genaueres sagen. Auch da gab es immer Verzögerungen, so lange, bis Schweden letztendlich die Kommission wegen Untätigkeit verklagt hat. Und dann ist zumindest dieser Prozess, was die Ankündigung der Biozid- und Pestizidrichtlinie anbelangt, in Gang gekommen. Es gab aber dann nochmal eine öffentliche Consultation. Es gab nochmal lauter Prozessmaßnahmen, die eigentlich verzögert sind. Also meine Einschätzung ist, es ist ein großes Lobbyproblem, ganz einfach. Nehmen wir das Beispiel Bisphenol A. Es ist die meistproduzierte Chemikalie der Welt. Es ist aber auch diejenige, die am häufigsten im Fokus ist, wenn es um endokrin wirksame Stoffe geht, weil sie auch einfach eine bekannte ist. Ich denke, es ist ein Abwägen zwischen Wirtschaftsinteressen und Umwelt- und Gesundheitsinteressen, was dazu führt, dass dieser Prozess so schleppend in Gang kommt. Und die Kriterien, die wir jetzt haben, ich habe es angedeutet, wir sind damit nicht zufrieden. Es gibt jetzt zumindest mal welche, aber wir sind nicht mit zufrieden. Die Beweislast ist sehr hoch, den Kausalzusammenhang herzustellen zwischen der Exposition und den Krankheitsfolgen. Also da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Und da hoffen wir natürlich auch, dass wir sitzen jetzt hier in Deutschland, dass die deutsche Regierung da auch ein bisschen mehr zum Frontrunner wird. Im Moment ist es allerdings leider nicht wirklich der Fall. Ja, vielleicht kann ich da noch was zu ergänzen. Bei den Bioziden ist es jetzt verbindlich, die Genehmigung von Bioziden auf endokrine disruptive Eigenschaften zu prüfen, seit Juni letzten Jahres und seit November letzten Jahres ist das auch bei den Pestiziden der Fall. Also es liegen jetzt technische Leitlinien vor. Das läuft aber alles im Rahmen des Zulassungs- und Genehmigungsrhythmus. Also wenn man sich vorstellt, wenn ein Pestizid zum Beispiel gerade neu genehmigt worden ist, dann läuft die Frist jetzt erstmal 10 Jahre oder wenn es wiederholt genehmigt worden ist, meinetwegen auch 15 Jahre. Und es ist jetzt nicht geplant, selbst bei Stoffen, ja, die, wo der Verdacht deutlich besteht, das vorzuziehen. Und das ist zum Beispiel eine Forderung von uns, dass wir sagen, also es gibt stark verdächtigte Wirkstoffe bei den Bioziden und Pestiziden, die müssen jetzt sofort
auch in die Prüfung gehen. Und das ist zum Beispiel auch eben ein Problem, ganz davon abgesehen, dass, wie gesagt, die Kriterien an sich zu schwach sind. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Vortrag, einen anderen Fokus. Endokrine Disruptoren stellen natürlich auch ein Problem für die Umwelt dar und für die Artenvielfalt. Die richtig großen bösen Überraschungen von endokrinen Disruptoren wurden in der Umwelt bekannt. Und da wurden die Wissenschaftler erst hellhörig, dass es da eine ganz seltsame Eigenschaft von bestimmten Chemikalien gibt, die zum Beispiel dazu führen, dass es Verkrüppelung gibt oder dass aus Weibchen Männchen werden, dass die Fruchtbarkeit sinkt oder dass selbst das Verhalten zwischen Beutetier und Räuber verändert wird. Also der Umweltaspekt ist da auch ganz wichtig, nochmal hervorzuheben. Gut, gibt es noch weitere Meldungen? Ist die Frage jetzt soweit vielleicht beantwortet? Ja. Ja? Okay. So, jetzt können wir auch ganz allgemein zur Diskussion kommen. Gibt es denn allgemeine Beiträge zur Diskussion von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Also erstmal noch nicht. Vielleicht sage ich noch mal kurz das Technische. Dieses rote Rechteck mit dem weißen Pfeil, da können Sie den Panel öffnen und schließen. Vielleicht haben Sie den gerade geschlossen. Und wenn Sie unter auf Fragen, auf das Dreieck unter Fragen klicken, dann können Sie uns eine schriftliche Frage stellen oder eben die Hand heben. Da gibt es so eine Hand. Wenn Sie dort draufklicken, dann sehe ich Ihre Hand für eine Wortmeldung. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, ist, wie das so die Profis, die sich mit SciChem auskennen, was man denn hier vor Ort in Deutschland vielleicht, wenn man eben gar nicht so international aktiv ist, kann man hier aktiv werden und warum ist zum Beispiel Deutschland auch gerade so jetzt ganz wichtig, dass deutsche Umwelt- und Verbrauchergruppen aktiver werden in dem Thema SciChem. Dir da eine Idee? An wen geht die Frage, Susanne? An alle, an euch drei. Teilnehmerin, an uns drei. Ich kann vielleicht einfach mal anfangen. Hier ist Susan Haffmanns. Zum einen ist das natürlich auch ein Aufmerksamkeitsfaktor. Wenn NGOs, die hierzu vielleicht Einzelthemen arbeiten, die relevant sind für SciChem, wir haben gesehen, das deckt unheimlich viel ab. Also es gibt ja viele, wir haben gerade gehört, die sich vielleicht im Bereich Landwirtschaft engagieren. Die haben dann Schnittstellen genau zu dem Thema Pestizide, vielleicht zu dem Thema Alternativen, nicht chemischer. Wir haben Gruppen, die sich vielleicht mehr im Menschenrechtsbereich engagieren. Die können alle dazu beitragen, dass einfach mehr öffentliche und auch politische Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird. Wir haben jetzt, es ist jetzt halt ein guter Zeitraum, weil eben auch diese Konferenz im nächsten Jahr hier stattfinden wird. Deswegen sind die Blicke eh auf uns gerichtet und auch, ich sag mal, Deutschland hat ein Interesse, diese Konferenz erfolgreich zu gestalten. Und wir haben die Möglichkeit, das mitzugestalten in NGOs, weil es eben dieser Multi-Stakeholder-Ansatz ist. Das heißt, wir haben große Möglichkeiten, da auch uns einzubringen und das hat jeder. Also jeder, der in dem Bereich arbeitet, kann ja vielleicht, ist jetzt vielleicht aufmerksam geworden zu sagen, ach, guck mal, habe ich nie dran gedacht. Ich kann ja mal gucken, was läuft unter SciChem oder ich kann das vielleicht stichwortartig mit einbeziehen oder auch weiterhin vielleicht informiert bleiben, indem also die NGOs, die jetzt innerhalb Deutschlands intensiver zu dem SciChem-Prozess arbeiten, wie Hay Support, der WCF, BUND, PAN, ich habe vielleicht jetzt noch das Forum Umwelt und Entwicklung, genau, diese NGOs, die werden auch, haben auch bieten Informationen auch zunehmend im Prozess jetzt auf ihren Webseiten an. Da gibt es Möglichkeiten, vielleicht sich in Newsletter mit eintragen zu lassen oder. Also es gibt die Möglichkeit,
uns also in unserer Arbeit, die wir jetzt etwas intensiver im Prozess sind, vielleicht mit zu unterstützen oder einfach Interesse mit zu, Sachen mitzustreuen oder selber in den eigenen Aspekte des Arbeitens mit einzubringen. Das ist auf jeden Fall was und dazu muss man nicht international arbeiten. Ich habe gleich eine passende Frage schriftlich. Gibt es denn noch ein Budget für Projekte? Eine ganz wichtige Frage natürlich. Wo und bis wann könnte man da bestellen? Ein schöner Versprecher. Ja. Ist natürlich schwierig jetzt für uns auch von NGO-Seite die Frage zu beantworten, aber vielleicht... Also eine Sache könnten wir vielleicht sagen, ist, dass eventuell für nächstes Jahr wohl noch Gelder auch bereitgestellt werden sollen. Und das sind natürlich dann Sachen, die im Haushalt erst Anfang nächsten Jahres diskutiert und hoffentlich verabschiedet werden. Und wenn man jetzt schon für Öffentlichkeit mitsorgt auf dieses Thema, sind die Chancen, dass die Gelder, die halt dort für NGO-Engagement im Rahmen dieser großen Veranstaltung nächstes Jahr vielleicht eingestellt werden, natürlich größer. Aber das ist jetzt erstmal nicht was, wo ich jetzt einen konkreten Link hinschicken kann, weil das, aber wenn jetzt wenig gesprochen wird über diese Thematiken, dann ist vielleicht auch das Gefühl, ja, vielleicht ist da gar nicht so der Bedarf. Ich hätte nochmal, Johanna Hausmann von WCF, ich hätte nochmal eine Ergänzung zur Frage von Susanne. Ich denke auch, es ist natürlich auch eine Sache der Finanzen, warum jetzt dieses NGOs so aktiv sind, um diesen Prozess sozusagen zu befeuern. Je mehr Aufmerksamkeit so ein Prozess oder auch ein Thema bekommt, desto höher ist natürlich auch die Chance, dass sich im Rahmen der Bundesregierung, es ist ja nicht nur ein Multi-Stakeholder-Ansatz, es ist ja auch ein multisektoraler Ansatz, den SAICEM vorschlägt, nämlich dass aus allen Sektoren, es ist nicht nur Gesundheit oder Umweltpolitik, zum Beispiel in unserem Fall WCF und die Frauen, wäre natürlich auch das Frauenministerium vielleicht gefragt oder das Gesundheitsministerium, diesen Prozess stärker mitzuwirken, als es bisher der Fall ist. Also das ist eine Aufforderung, auch diesen Prozess weiter zu sehen, als nur aus dem Blick der Umwelt und Gesundheit, ja. Aber wie gesagt, die Gesundheitsministerien sind, oder also das Bundesgesundheitsministerium und auch die Ländergesundheitsministerien sind in diesem Prozess bis dato nicht sehr stark involviert, aber auch andere Ministerien wie Wirtschaftsministerium, Handelsministerium, Ministerium für internationale Zusammenarbeit. Auch solche Ministerien haben natürlich, wenn man auch dieses Spektrum der SDGs sieht, die wir ja mit diesem SAICEM-Thema abdecken, durchaus eine Zugangsberechtigung oder auch eine Zugangspflicht zu diesem Thema. Und ein zweiter Punkt, den ich noch sehe, ist, der Fokus liegt ja im Moment, also ohne Zweifel, auf der Klimapolitik. Das ist unüberhörbar. Dadurch sind Politiken, die sich jetzt zum Beispiel eben mit Chemikalien beschäftigen, geraten natürlich so ein bisschen in den Schatten dieser Klimabewegung. Klima ist ein wichtiges Thema, sicher, aber es ist natürlich dann problematisch, wenn es andere wichtige Themen überdeckt. Und ich denke, auch da ist der Push nötig oder auch so der Wille auch jetzt des Umweltministeriums, der jetzt hier federführend für diesen SAICEM-Prozess in Deutschland verantwortlich ist, wirklich dieses Thema auf die politische Agenda zu bekommen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn auch eine Chemikalienproduktion hat durchaus auch Einfluss aufs Klima. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt zwei Fragen zu zwei Fokusthemen. Einmal nochmal zu den HAPs. Da gibt es die Frage, also was ist eine strategische Frage? Was soll man mehr empfehlen? Einen schrittweisen Aufstieg aus den HAPs in der Landwirtschaft oder eher sofort? Also von den Forderungen her. Also das war eine Frage. Wahrscheinlich an Susan. Soll ich die sofort beantworten oder schrittweise? Ja. Nein. Also ich denke mal, dass wir froh sein können, wenn das mit dem
gezielten und dem auch mit einem ganz klar politisch und vielleicht regulativ unterlegten schrittweisen Verbot wären wir, denke ich, sehr zufrieden. Wir müssen auch sehen, dass am anderen Ende Landwirtinnen stehen, die über Jahrzehnte hinweg, ja, ich sag, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber dazu erzogen wurden, durch ja, Vorgaben, durch Verheißungen, eben größer, schneller, weiter und auch Einsatz von Pestiziden, eben ihre Landwirtschaft so zu gestalten, dass sie immer chemieintensiver wird. Ich denke mal, dass es auch fair wäre, das schrittweise zu tun, um eben auch schrittweise die Alternativen einzuführen. Für den Einzelnen mag eine Sofortumstellung, das zeigen ja auch einige, möglich sein und das ist gut und das begrüße ich auch. Aber ich denke mal, wenn man das in ein Vertragsregelwerk schreiben würde, dann wäre ein schrittweiser Ausstieg, der aber nicht beliebig sein darf. Also nicht eins, ja, das schreiben wir jetzt mal hin und dann kontrollieren wir nicht, ob es auch stattfindet, so nicht, sondern ein terminierter, ein gezielter und ein unterstützter schrittweiser Ausstieg wäre sehr wünschenswert und wäre dann auch machbar. Denn für viele Bereiche haben wir jetzt schon die nicht chemischen Alternativen und für andere Bereiche würde, wenn es zu so einer Entscheidung käme, das auch einen Push geben, nämlich Gelder, die heutzutage in die Weiterentwicklung weiterer chemischer Substanzen vielleicht dann in alternative Systeme unterstützt von, sage ich mal, biologischen Substanzen oder so gesteckt würden. Also das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ja, danke schön. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu EDCs, noch eine schriftliche Frage und eine Handmeldung. Ich gehe jetzt einfach mal so vor, wer sich zuerst gemeldet hat, kommt jetzt zuerst. Gibt es zu den EDCs eine Frage, die ich vielleicht nicht ganz richtig lesen kann? Gibt es da Angänge, das Feld Nicht-Fertilitätsmedizinern mit immer größeren Praxen zu überlassen? Also Unfruchtbarkeit ist ja durchaus ein Thema im öffentlichen Fokus. Gibt es da Angänge, das Feld Nicht-Fertilitätsmedizinern mit immer größeren Praxen zu überlassen? Also ich versuche jetzt mal die Frage richtig zu verstehen und auch dahingehend zu beantworten. Ich denke, ich weiß es. Sie meinen wahrscheinlich kein Business aus dieser Sache zu machen. Es ist natürlich so, dass negative Entscheidungen auch häufig einfach ein Business hinter sich herziehen. Wir unternehmen da den Ansatz, auch in Kontakt zu treten mit diesen Kliniken, was ein bisschen fehlt oder was auch sehr schwierig ist. Und auch da müssen wir uns stärker an den Gesundheitssektor wenden oder auch eben an Krankenkassen. Es fehlt häufig der ganzheitliche Blick auf Fertilitätsstörungen. Umweltaspekte werden in der Regel nicht sehr intensiv in Betracht gezogen und EDCs sind ja Umweltaspekte. Also wir versuchen da durch Kontaktaufnahme und durch Aufklärungsarbeit und durch in den Dialog treten, auch auf diesen Aspekt hinzuweisen und eine Entgiftung auch der Körper mit zu beeinflussen. Aber dass Fruchtbarkeits- oder Unfruchtbarkeits- oder Fruchtbarkeitskliniken und Praxen einen großen Zulauf haben, ist der Tatsache eben geschuldet, dass viele Paare einfach nicht mehr in der Lage sind, auf natürliche Weise schwanger zu werden. Ich kann es nicht abschließend beantworten. Wir geben unser Bestes. Am besten wäre eine Präprävention, einfach diese Stoffe zu minimieren, also wirklich strikte Regulierungen, dass solche Stoffe nicht in unseren alltäglichen Produkten sind, die wir eben noch nicht mal gekennzeichnet vorfinden. Wir sind blind. Also es ist wirklich, es gab mal einen schönen Slogan vom BUND, Endstation Mensch. Also wir sind blind, wir greifen blind in die Regale und hoffen, dass es einigermaßen okay ist. Das ist unser Ansatz, also eine Präprävention, die Stoffe raus aus den Produkten und auch für weitere Generationen dafür zu sorgen, dass ihr endokrines System eben nicht dahingehend gestört wird, dass Fortpflanzung zum Problem wird. Mehr können wir nicht tun. Gut, danke schön. Eine Frage vielleicht für
Alexandra Katerbo, die selbst stumm geschaltet ist und sich selbst freischalten müsste. Also ich lese mal die Frage vor. Wir haben jetzt auch nur noch 5 Minuten und wir haben auch noch 2 Handmeldungen. Es wird also etwas knapp, bitte um kurze Antwort. Die Frage lautet, mich würde interessieren, ob die Vision einer nachhaltigen Chemie, die derzeit von UN in Umwelt, UBA und ISC3 vorangetrieben wird, aus Ihrer Sicht für Cycling relevant ist oder für Ihre NGO-Arbeit allgemein? Fragezeichen. Also es geht jetzt um die Frage, wie man diese nachhaltige Chemie, die Debatte, die geführt wird, einbinden kann oder sollte. Ja, also zur nachhaltigen Chemie. Dieser Begriff wurde diskutiert in Cycling Meetings. Bisher wird der parallel geführt zu dem Begriff Green Chemistry, was ich auch sehr sinnvoll finde. Ich weiß, dass Green Chemistry in dem Begriff nachhaltige Chemie beinhaltet ist, womit wir als NGOs bisher noch Probleme haben, ist die Definition der nachhaltigen Chemie. Wir möchten ausschließen, dass nachhaltige Chemie Türen offen lässt, einmal für Produkte, die nachhaltig erscheinen, aber es nicht sind, und andererseits für quasi so ein Trade-off. Also es dürfen keine Chemikalien eingesetzt werden für Produkte, also keine gefährlichen Chemikalien für Produkte, die aber vielleicht doch der Nachhaltigkeit dienlich sind. Als Beispiel kann man da anführen, gefährliche Flammschutzmittel in Isolationsmaterial für Häuser. Also Isolationsmaterial hilft, gegen CO2-Emissionen vorzugehen, aber nicht jedes Material ist nachhaltig im chemischen Sinne oder nicht jedes Material ist frei von gefährlichen Chemikalien. Also hier hätten wir sehr gern noch eine Nachbesserung, die da wirklich diese Wege verschließt. Und wir sind doch eher ein Fan der grünen Chemie. Wir möchten auch eigentlich, wie ich vorhin auch in meiner Präsentation gesagt habe, endlich zur Implementierung kommen. Wir wollen endlich dazu kommen, dass Maßnahmen getroffen werden, dass weniger gefährliche Chemikalien im Umlauf sind und nicht eigentlich schon wieder eine riesige Theoriediskussion führen. Also wir sind wirklich der Meinung, wir müssen dringend handeln und jetzt nicht über neue Labels und neue Theorien diskutieren. Das macht auch Spaß, das mache ich auch gerne, aber wir sollten schauen, wo wir unsere Zeit und unser Geld investieren. Daher denke ich, dass die nachhaltige Chemie im Moment nicht fit ist, um in SciChem eine große Rolle zu spielen, so wie es sich im Moment darstellt. Susanne, bist du stumm? Ich höre auch. Herr Ehlers, Sie haben jetzt noch die letzte Frage. Ja, ich möchte noch mal darauf hinweisen, weil wir gerade eben über dieses Phase ausgesprochen haben. Da gibt es doch einige Probleme, obwohl wir da natürlich Fortschritte machen, zum Beispiel bei dem Verbot der Nikotinoide. Ich beobachte aber, dass in einigen Mitgliedstaaten der EU jetzt doch wieder Neonikotinoide im Einsatz sind durch Notfallzulassung oder dass die Neonicotinoide durch gefährliche Substanzen, die zum Teil als highly hazardous eingestuft werden, wie zum Beispiel das Teflotrin, das Fos, dann substituiert werden, die auch eine hohe Umwelttox haben und einen Anwendertox. Ich denke, dass man in diesem Bereich zum Teil sogar ohne vernünftige Prüfung die Mittel dann doch wieder in den Markt bekommt. Und da sollten wir vielleicht auch nochmal ein verstärktes Augenmerk drauf werfen, weil das so eine Grauzone ist in der Zulassung, diese Notfallzulassung Artikel 53.
Ich kann dem nur zustimmen. Also die Notfallzulassung wird zum Teil eben benutzt, um, ja, wir sagen, durch die Hintertür Stoffe in die Anwendung zu kriegen, die eigentlich gar nicht für diese Anwendung zugelassen sind. Das ist seit Jahren ein Feld, wo sich Pan und auch mit Pan-Europe dagegen, sage ich, engagiert. Und genau das, ja, Stoffe, die gerade aus gutem Grunde verboten wurden, dann von einigen Ländern über die Notfall Genehmigung wieder in die Anwendung kommen, dürfte nicht erlaubt sein. Also da müsste es auch mehr Konsequenzen geben. Und ich will noch mal darauf hinweisen, dass SciChem ganz eindeutig sagt, ein Phase-out von HHPs durch den Ersatz durch nicht chemische Alternativen und Agroökologie. Das heißt, es geht hier nicht darum, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben, sondern wirklich Veränderungen herbeizuführen. Gut, ich denke mal, ja, ich habe keine schriftlichen oder Wortmeldungen mehr. Und wir sind super gut in der Zeit. Meine Kollegin Susan Haffmanns hat gerne das abschließende Wort. Bitte schön. Ja, wunderbar. Dann sage ich allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ganz herzlichen Dank für ihr Interesse. Es hat uns sehr gefreut. Es waren auch interessante Fragen. Können wir über die eine oder andere hinterher auch noch weiter diskutieren, so im engeren Kreis. Hat uns auch angeregt zum weiteren Nachdenken. Danke sehr dafür. Ich bedanke mich bei allen Referentinnen, bei Alexandra Katerbo und bei Johanna Hausmann und bei meiner Kollegin Susanne Smolka, die hier alles wunderbar mit der Moderation gemacht hat. Und dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen späten Nachmittag. Vielen Dank. Vielen Dank an alle. Vielen Tschüss. Dank. Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören.